Das Video eines gescheiterten Trafiküberfalls in Graz sorgte bis nach Deutschland für mediales Aufsehen. Der Räuber verlangte maskiert und mit einer Waffe Geld, doch der Grazer Trafikant verunsicherte den Räuber. Zitat: Das nächste Mal musst du früher kommen, um 6 Uhr ist Kassaschluss. Der Tatverdächtige zog dann schließlich ohne Beute ab. Zu einem 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bezirk Weiz führte ein anonymer Tipp. Ermittlungen der Landeskriminalämter Burgenland und Steiermark erhärteten den Verdacht. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete die Festnahme und Durchsuchungen an. Kriminalisten aus beiden Bundesländern nahmen den Steirer schließlich am Montag fest. Dabei kamen auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra zum Einsatz. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler die täuschend echt aussehende Spielzeugpistole sowie Teile der Tatkleidung sicher. Der 35-Jährige zeigte sich bei seiner Vernehmung umfassend geständig. Gleich 7 Raubüberfälle in der Steiermark und im Burgenland begannen zu haben. Im Visier standen neben den beiden Trafiken auch 4 Tankstellen und ein Wettcafé im Burgenland. Der Mann war dabei verschiedenartig maskiert. Verletzt wurde niemand.